Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen aus dem Neukloster wieder einen gesegneten Sonntag. Ich bin heute in unserer Kirche und Sie sehen vor unserem Volksaltar eine Klagemauer. Die haben wir für diese Fastenzeit aufgestellt. Die Klagemauer soll symbolisieren, dass in unserem Leben immer wieder Dinge zerbrochen sind, dass wir unser Leben als bruchstückhaft empfinden. Eine Mauer, die wir gegeneinander aufbauen und manchmal auch zwischen uns und Gott erleben. Solche Mauern gibt es viele in unserer Welt. Ich war ja erst vor kurzem bei der Klagemauer in Jerusalem und habe gesehen, dass dort Menschen beten, dass dort Menschen ihre Anliegen an Gott auf kleine Zettel schreiben und zwischen die Ritzen der Steine schieben. Ich habe die Leute in meiner Pfarrgemeinde auch heute dazu aufgefordert. Diese Klagemauer soll ein Ort sein, wo wir unsere Sorgen, unsere Fragen, unsere Bitten an Gott bringen können. Und in unsere Klagemauer sind Lichter eingefügt. Das soll uns deutlich machen, dass gerade auch im Zerbrochenen unseres Lebens etwas vom Licht Gottes spürbar wird. Jesus, das Licht, das gerade auch dort scheint, wo Menschen niedergedrückt, leidend oder zerbrochen sind. Wenn Sie ins Neukloster kommen, können Sie gerne auch Ihre Anliegen hier zur Klagemauer bringen, selbst eine Kerze hier entzünden, um auf diese Weise zu zeigen, Sie wollen das Dunkel überwinden. Ich wünsche Ihnen noch eine gesegnete Fastenzeit. Bis zum Karsamstag ist diese Mauer da. Dann soll das Zerbrochene, unsere Mauer, durch Gottes Licht und Gottes Auferstehung überwunden werden. Das wünsche ich Ihnen jetzt schon für den Alltag und dann ganz strahlend am Ostersonntag. Alles Gute, einen gesegneten Sonntag aus dem Neukloster.